Es geht um einen 17-Jährigen, der sich verliebt, das erste Mal richtig verliebt, in die falsche Frau, dem die richtige Frau nachstellt, was er nicht weiß. In seinem Umfeld passiert ein Mord, ihm fliegt also das Leben komplett um die Ohren, wie es halt so ist in dem Alter, bis auf den Mord vielleicht. Und das Ganze gipfelt dann in einem großen Showdown. Es war einfach toll, nochmal 17 zu sein für mich. Gerade im fortgeschrittenen Alter hat man ja einen ganz anderen Blick auf dieses Lebensalter und das war toll. Hätte ruhig noch weitergehen dürfen. Ich glaube, das Besondere an Jenfeld für mich ist, dass niemand sonst Jenfeld für besonders hält. Wenn man sich die Plattenbauten anguckt oder zwischen Plattenbauten groß wird, dann merkt man ja gar nicht, dass Leute das womöglich nicht für schön halten können, die Architektur. Das lernt man erst im Laufe des Lebens, wenn man dann in die Welt hinausgeht, dass es woanders anders aussieht. Und das ist das Besondere. Das schien mir auch bisher in Roman ein wenig zu kurz gekommen. Das war gar nicht so schwer. Es wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, die linear zu erzählen. Also man hat dadurch einfach Möglichkeiten, unheimlich gut mit der Spannung zu spielen. Und ist beim Schreiben auch unterhaltsamer. Man kann mal hier, mal dahin springen und dort weitermachen. Das war tatsächlich weniger kompliziert. Ich hatte schon einen Abriss im Kopf. Das war auch sehr hilfreich. Aber letztlich war das nicht so schwierig, das auf die Reihe zu bekommen. Also der erste Teil zum Beispiel, da habe ich auch kaum was umgestellt. Am Ende beim zweiten wurde es ein bisschen komplizierter. Da habe ich am Ende dann nochmal korrigiert. Na, ich habe ja kein Klientel, Verlage haben Klientel. Und ich wünsche mir einfach kluge Leser. Und ich glaube, die freuen sich, wenn sie herausgefordert werden. Und ehrlicherweise geht es mir als Leser ja selbst auch so. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier unterfordert oder jemand glaubt, jemand wüsste genau, wie ich ticke und müsste so und so schreiben, dann lege ich das Buch sofort zur Seite. Und die abspringen, Pech gehabt.